Also ich laufe jetzt hier einfach mal herum, ne? Wir werden ein bisschen hier, zumindest mal an der frischen Luft, ist ja auch mal ganz schön. Wir werden Fleisch brauchen, Freunde. Es tut mir fast leid. Aber auch nur fast. Denn ich bin im Inneren ein Jäger. Ich jage Kreaturen, um sie zu verspeisen. Und bei Zombies ist es dann unethisch, weißt du, nur weil sie Menschen jagen. Aber wenn wir hier die ganze Zeit irgendwelche lebendigen Schweine und so fressen, dann ist das in Ordnung. Alter, muss ich ja mal die Moralkeule schwingen hier. So. Oh, Fable-Musik. So, jetzt mache ich nochmal Folgendes. Ganz kurz. Um in der Wildnis zu überleben, braucht es auch einen Grabbelhandschuh. Das ist von immenser Wichtigkeit. Und jetzt gehen wir erstmal ein paar Schafe rektal untersuchen und mal gucken, was wir dabei so zutage fördern. Vielleicht ja ein bisschen Gold oder so. Hier ist ein Eingang zu einer Höhle, aber ich traue hier nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das die richtige Höhle ist. Wo ist das Schaf? Da ist das Schaf. So, das war noch nicht genug Wolle. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Wolle, Schafe, Schafe, Schafe. So, da ist ein Nackiges und hier sind noch Schafe, 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 Schafe. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Wolle haben. 4. Ach, hatten wir vorher schon. Habe ich nur nicht gesehen. Oder wir haben gerade 2 bekommen und die hatten vorher nicht genug. Aber ist ja auch alles egal. Auf jeden Fall ist das Schwein tot und das tut mir echt leid. Keine Spur der Reue. So, jetzt haben wir genug Wolle. Das heißt, wir können uns ein schniekes Bettlein machen. Zack, zack. Huch, zack. Da verklicke ich mich mal ein bisschen. Das gehört einfach zum guten Ton dazu. So, jetzt haben wir immer noch ein Bett dabei und da ist noch ein Schaf, aber das können wir mal in Ruhe lassen, das Schwein nicht. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier wieder irgendwo Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Der Eingang der Schlucht. Na, jetzt bleibt mal locker. Ja, ja, da ist Silber, ich weiß, aber da hat man ja genug. Eigentlich nicht, hat man nie genug. Aber das giftiges Quecksilber habe ich sofort gesehen. Ich glaube, der Eingang zur Dingens war in der Nähe einer Wüste, am Rande einer Wüste. Andererseits aber auch unter Bäumen. Mann, sind hier viele Schweine. Das muss sich ändern. Wenn Überpopulation ist, muss die Natur hart durchgreifen. Die Natur, das bin ich. So. Das Schlimme ist, wenn wir jetzt hier irgendwo runtergehen, also da schon mal nicht, dann werden wir nie wissen, ob es wirklich die richtige Höhle ist, bis wir nicht überall Fackelschein und sowas sehen. Ein Berg war nicht in der Nähe. Ich laufe hier mal die Wüste ab. Und zwischendurch verspeise ich nochmal ein bisschen unser ökologisches Biobrot aus Eigenanbau. Okay, da hinten ist Wald an Wüste. Das könnte hinkommen. Boah, so eine Scheiße. Dann können wir das Portal unten eigentlich auch abreißen, oder nicht? Aber ich glaube nicht, dass es hier war. Andererseits, ich habe ja schon so manches geglaubt und, huch, kriege ich erstmal einen Zitter-August hier. Jo, Freunde, wo wollen wir denn hingehen? Ich habe keine Ahnung, wo die Scheiße ist. Oh Mann, ey. Erst hat uns die Mörderhöhle gefressen und dann hat sie uns ausgerotzt, nachdem wir alle Items da gelassen haben. Wir haben nach oben in der Basis, müssten wir auch noch Diamanten haben. Aber wenn wir die Höhle jetzt finden sollten, irgendwie, mit dem gleichen Eingang, der nicht dieser hier ist wahrscheinlich. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass wir hier in der gleichen Höhle sind. Oh. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich möchte Ihre Party gar nicht sprengen. Ich wollte nur mal nachhaken. Aua, ah, oh, nachhaken.
So, komm, wir laufen das mal ganz kurz ab. Ja, ja, Händchen in der Grube. Ist jetzt schon ein bisschen länger drin, ist ein bisschen ausgemergelt inzwischen. Na. Also die Höhle hat auf jeden Fall Potenzial. Ich weiß nur nicht zu was. Wir müssen doch irgendwie die Mörderhöhle wiederfinden. Das geht doch gar nicht anders. Sackgasse, naja. Komm, Eisen nehmen wir mit. Silber natürlich, Entschuldigung. Manchmal verwechsel ich die beiden einfach. Ich weiß auch nicht warum. Natürlich nehme ich das Silber mit. So ist es gemeint. Ah, die Kohle lasse ich hängen. Ich will sie nicht bedrängen. Hab schon genug Umlängen. So, da geht's wieder raus, hoffe ich. Ja, ja, sieht gut aus. Endlich mal nicht verlaufen in der Höhle. Ist ja kaum zu glauben, aber war die schon 10 Meter lang. Boah, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wollen wir jetzt das ganze Wüstenbiom ablaufen? Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nach Hause laufen und versuchen, von dort aus zu rekonstruieren, wie der Weg war, als wir damals... jung an Jahren, unerfahren, uns aufmacht. Das ist hier. Das ist hier. Hier. Ach, wie geil ist das denn? Das ist doch, das ist doch, das ist doch. Ist das nicht genau hier, wo wir... Hier ist das doch. Hier haben wir uns doch so runtergebuddelt. Da, genau gerade da runter. Das ist der Eingang zur Mörderhöhle, Freunde. Ja! Wir haben sie gefunden. Oh, ich bin so glücklich. Also ich freue mich gerade wirklich, dass wir die gefunden haben, weil ich hätte nie gedacht, dass wir die überhaupt jemals wiedersehen. Und ach, guck mal, die zwei Herren Dirigenten sind auch schon da. Da unten ein Creepermann. Natürlich wieder gut bestückt und da hinten geht die Sonne unter, damit wir jetzt auch hier oben Probleme kriegen. Ja, es muss die Mörderhöhle sein. Die Mördernhöhle. Mördern ist übrigens ein begnadeter Musiker hier auf YouTube übrigens. Weiß gar nicht, wer den schon kennt eventuell. Und ich mache jetzt hier einen Treppenabstieg. Ich hoffe, das wird so funktionieren. Wahrscheinlich kein Stück, weil ganz ehrlich, bis man da unten ankommt... Da muss man schon viel Treppe bauen. So, pass auf, ich mach das jetzt mal einfach. Ich hoffe, wir werden hier nicht gestört gleich von Creepern. Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, der Abstand ist noch zu weit. Na gut. Nein. So, ich glaube, das wird noch lange nicht reichen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen optimieren hinten. Ach, guck mal. Aber wenn wir da hinabsteigen, heißt das noch lange nicht, dass wir unsere Basis gleich gefunden haben. Das heißt einfach nur, dass wir da hinabsteigen. Ihr kennt die Höhle. Und sie wird nichts von dem, was sie verbirgt, freiwillig preisgeben. Wieso mache ich eigentlich so eine Treppe? Warum ich nicht... Ach ja, ich mache keine Leiter, weil man da so schön runterfallen kann. Aber andererseits... Pass mal auf. Habe ich... Ach, ich bin so blöd. Ich habe den Bastelkasten stehen lassen. So, Freunde. Dann mache ich mal so und so. Und dann zack, zack, zack.
Das müsste ja hoffentlich reichen und den Rest Stickies nehmen wir mit. Das Problem ist, ich müsste ja eigentlich... Pass mal auf, das mache ich mal anders. Ich mache das mal von unten nach Ruhe. Ha! Ein Hund! Alter! Du Scheißhöhle! Boah, das gibt's doch gar nicht. Hallo! Komm, wir begrüßen mal die Nachbarn. Mit einem ordentlichen Kopfschuss. Und jetzt durch die Stirn. Und jetzt, Bauchnabelpiercing. Ach, war gar nicht der Bauchnabel. So, auf jeden Fall jetzt hier erstmal. Uah. So, pass auf, dann buddeln wir uns hier ein bisschen hoch. So, Hauptsache kein Creeper in der Nähe. Ich dachte gerade, aber das war ein Kaktus. Sorry, Leute, aber ich muss leider dafür sorgen. Das ist mir zu gefährlich. Ja, hau bloß ab. Weißt du Bescheid? So, und hier mache ich erstmal vorsichtshalber, damit hier nicht, ne, und so mache ich immer so eine kleine Landing-Plattform. So, die Musik ist auch wunderschön einfach. Die passt einfach wie Arsch auf Eimer. So, wupp und wupp. Und hier können wir dann wieder lang, so wie letztes Mal. Da hinten sehen wir schon unsere alten Fackeln. Es ist die Mörderhöhle definitiv. Die Frage ist natürlich nur... Bin ich wirklich letztes Mal hier lang gegangen? Hä? Hier lang gegangen? Bin ich hier lang gegangen? Also da unten ist auf jeden Fall noch alles dunkel. Da waren wir dann wohl offenbar noch nicht. Bin ich dann hier lang gehüpft oder was? Offenbar schon. Stimmt, und hier war die andere Höhle. Und da müssen wir dann erstmal durchfinden, um wiederum zu unserer Basis zu kommen bei der Mörderhöhle. Wenn ich sage durchfinden, heißt das nicht, wir laufen dunkle Gänge ab. Auch wenn ich die bestehenden vielleicht ein bisschen erhelle aus vorsichtigen Gründen. Ach du Scheiße. Ach ja, übrigens, muss ich natürlich jetzt wieder... Jetzt ist vorbei mit Fröhlichkeit. Oh, fröhlich. LeChuck. Guybrush, so treffen wir uns wieder. Ach, das waren Zeiten. So, ich habe natürlich wie immer null Plan, wo ich hinlaufe. La la la. Sieht verdächtig nach einer Sackgasse aus hier. Ah, wir sind richtig. Ah, Das Einzige, was wir dann noch brauchen, ist ein bisschen Lava. Aber wenn wir uns hier ein Portal gießen... Wir müssten das Portal im Nether abreißen eigentlich. Boah, ist das scheiße alles hier. Ja! Ja! Ach du Scheiße. Da ist ja schon ein bisschen was drin in der Kiste. Mein lieber Freund, hier 11 Fleisch, tu mal auch nochmal rein. Boah, da haben wir ja schon ein bisschen was gesammelt. Ist das Wolle? Tatsache. Knochen tun wir auch mal rein. Kompass. Ja, mein lieber Scholli, ne? Das Bett behalte ich mal ein bisschen. Eirenore haben wir hier.
Kohle haben wir keine zurückgelassen. Okay, wir müssen aber irgendwie... Ach ja, der ganze andere Rotz ist ja im Nether. Wir müssen irgendwie... Jetzt müssen wir irgendwie Obsidian kriegen. So, und... Hier war der Übergang, ne? Wo wir die andere Schlucht hatten. Und ich frage mich, war diese... Und ja, ich weiß, wir standen vor einigen Folgen, glaube ich, hier. Hier, genau hier standen wir uns wieder umgedreht. Schlauerweise. Vielleicht mache ich mal Folgendes, damit ich später mich selbst auch daran erinnere. Ich mache hier mal eine Leiter dran irgendwo. So, hab gerade kein Schild dabei, also mache ich mal eine Leiter. Und die Frage ist natürlich... Ist das hier... Ist das hier das? Ist das hier das, was ich vermute, dass es ist? Oder vermute ich falsch? Wie es ja zum Glück noch nie der Fall gewesen ist. Die Musik ist so aufregend. So, erstmal ganz kurz was speisen, bevor ich hier weitergehe. Denn dort drüben. Natürlich. Ist das... Nee, das ist nicht hier, ne? Das ist eine andere Schlucht. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es ja die Schlucht. Aber es ist leider eine andere Schlucht. Wie finden wir denn jetzt wieder zum... Ah ne, wir müssen gar nicht zum anderen Portal. Was wir finden müssen, ist ja die andere Kiste. Aber vielleicht machen wir das ja mal ein bisschen später. Wir haben ja jetzt die Basis gefunden. Aber um Lava zu kriegen, müssen wir natürlich... Alter, warte mal, diese Musik, ne? Was ist denn das? Ach, hier ist Sleepy Hollow. Jetzt muss ich mir was ausdenken. Wir haben da unten noch irgendwo eine andere Kiste, aber die jetzt, die wir nicht jetzt finden wollen. Wenn ich jetzt aber hier ein Portal hinbaue, kommen wir auf jeden Fall wieder im Nether raus. Ich müsste eigentlich hier irgendwie ein Portal hinbauen. Oh, Eisen. Ist das schon wieder... Nee. So, ich müsste hier eigentlich ein Portal hinbauen. Vielleicht mache ich das einfach da unten. Ach, jetzt... Ich bin ja schlau. So, Obsidian habe ich nicht hier, ne? Nee. Nur 12 Kisten. Ach, schön für zu Hause. Scheiße, wie komme ich denn jetzt an stille Lava ran? Und vielleicht brauche ich da noch ein Eimerchen. Das mache ich mir nochmal eben. Wupp, wupp, wupp. So, Eimer haben wir dabei. Mit dem Eimer holen wir uns natürlich hier erstmal... Kein Wasser. Ja, dazu muss ich nach oben. Toll. Scheiße.